Hallo, herzlich willkommen hier auf der Shot Show. Mein Name ist Ralf Fanicek. Ich möchte die Gelegenheit hier nutzen, die neue Pistole Arsenal Firearms Strike B mal in Augenschein zu nehmen. Sie wird hier das erste Mal vorgestellt und für All for Shooters habe ich mal einen Blick auf die Pistole geworfen. Die Waffe macht einen recht guten Eindruck. Qualität ist ausgesprochen gut. Das Verschlussdesign gefällt mir auch ausgesprochen gut. Wir haben sauber bearbeitete Flächen. Die Technik dieser Waffe ist sehr interessant. Der Hauptpunkt ist das Verschlusssystem. Das möchte ich mal kurz vorstellen. Ich nehme dazu mal die Waffe auseinander. Interessant ist der Schwenkriegelverschluss an dieser Waffe. Warum ist der interessant? Der Vorteil ist, dass der Verschluss inklusive Lauf einen geraden Rücklauf hat. Das bedeutet also, der Lauf kippt nicht gleich ab, sondern Verschluss und Lauf laufen zurück und der Lauf bleibt in einer axialen Bewegung, bevor das Verriegelungssystem abkippt. Ein weiterer Vorteil ist bei diesem System, dass wir einen glatten Stoßboden haben. Der glatte Stoßboden macht es möglich, dass ich verschiedene Läufe, damit auch verschiedene Kaliber, in die Pistole einbauen kann, ohne dass ich den ganzen Verschluss wechseln muss. Bei diesem System habe ich also die Möglichkeit, zum Beispiel Kaliber 40 Smith & Wesson oder Kaliber 357 SIG und 9mm Luger aus einem und denselben Verschluss zu schießen, nur durch Austausch von Lauf und eventuell Verschlusssystem und natürlich Magazin. Ich baue die Waffe mal wieder zusammen. Was mir weiterhin aufgefallen ist, die gute Ergonomie der Waffe. Durch dieses Verschlusssystem haben wir eine extrem niedrige Handlage. Das heißt, der Lauf ist sehr niedrig über der Hand positioniert. Es gibt meines Erachtens keine Waffe derzeit, die noch eine niedrige Laufserienachse bietet. Theoretisch müsste das dazu führen, dass der Hochschlag dieser Waffe ausgesprochen angenehm ist und das müsste man ausprobieren. Weiterhin ergonomisch verbessert gegenüber der Vorgängervariante wurden diverse Merkmale am Griffstück. Wir haben hier eine Auskehlung, um mit der Hand höher zu kommen. Wir haben ein höheres Bivertel und wir haben ein Mapping, wie die es nennen, was in unterschiedliche Richtungen geht. Das heißt, je nachdem, wo die Handpositionierung ist, ist dieses Mapping unterstützt eben den Griff auf der Waffe. Das habe ich noch bei keiner anderen Waffe gesehen, dass das Mapping in jeweils die Richtung geht, wo die Kraft zwischen Hand und Waffe wirken. Erwähnenswert ist noch, die Waffe verfügt über ein Striker-System mit einem sogenannten Short-Reset-Trigger. Das heißt, ich muss den Finger nur ca. 2,5 mm nach vorne bewegen, bevor ich den nächsten Schuss auslösen kann. Das ergibt eine ziemlich schnelle Schussfolge. Das ist wichtig, zum Beispiel für spezielle sportliche Disziplinen wie IPSC Production Class. Dort wird das zum Tragen kommen.
Die Waffe verfügt über ein Magazin mit 15 Schuss. Das heißt also maximale Ladekapazität 15 plus 1. Angenehm aufgefallen ist mir noch der Magazintrichter. Das heißt, wir haben an allen Seiten eine leichte Antrichterung, was einen schnellen Magazinwechsel möglich macht. Auch das ist sehr wichtig, gerade für sportliche Disziplinen oder dann im dienstlichen Einsatz für einen schnellen Magazinwechsel. Ja, das war ein kurzer Einblick mal in die neue Waffe. Ich bin mal gespannt, wenn ich eine bekomme, werde ich sie mal testen für meine Disziplin, für Stock Semi Auto im PPC 1500. Da bin ich sehr gespannt. Schauen wir mal, wie sie performt.